face again. Do it up now. Jo, hallo Leute, was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen mal wieder zu einem Schatztruhen-Opening, und zwar diesmal bei Nationals und auch ein paar bei den Royals werde ich öffnen. Und ja, es ist ja jetzt so circa 4 Wochen her, dass ich das Video gemacht hatte zu dem Stuff, der jetzt in den aktuellen Schatztruhen drin ist. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr das noch nicht wissen solltet. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was man tatsächlich denn so alles aus den aktuellen Schatztruhen rausholen kann. Viel Spaß! So, Freunde, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Unter den Hot Deals gibt es leider nicht mehr diese Schlüsselpakete zu kaufen. Die muss man jetzt im Ingame-Fenster über Treasure Chests kaufen. Und hier seht ihr dann die ganzen Schatztruhen, die man hat. Dann geht man auf Get Keys hier und dann kommen halt 4 Möglichkeiten, wo man die Schlüssel erhalten kann. Und zwar kann man einen Schlüssel für 499 Pfunds kaufen, beziehungsweise 50 für 19.899 Pfunds. Ich würde mir jetzt hier 25 Stück mal holen für 10.599 Pfunds. Das wären dann 423 Pfunds pro Schlüssel, das heißt doch ein bisschen günstiger als nur ein Schlüssel, und das machen wir jetzt einfach mal. Und ja, dann dauert es ein bisschen und dann seht ihr schon, jetzt haben wir 25 Schlüssel und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal ein paar Truhen. So, Freunde, jetzt wird spannend. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal die ersten Truhen und schauen einfach mal, was wir für Stuff so erhalten. Dazu muss ich sagen, bei dem Helden, oh nice, habe ich ein paar Items, die es jetzt gerade in den aktuellen Schatztruhen gibt, habe ich schon, aber einen Großteil noch nicht. Was ist das jetzt hier? Ist mal wieder kein Bild dran, egal, jetzt gehen wir einfach mal hier weiter, öffnen mal 5 Stück, würde ich sagen. Und ja, ach, das ist eine Waffe. Oh lol, das ist eine Waffe, läuft. Okay, so geht das schon mal gut los hier, weil es sind ja auch 3 Waffen, glaube ich, jetzt in den Truhen. Und natürlich die feuerfesten Unterhosen dürfen natürlich auch nicht fehlen bei so einem Opening. Und natürlich auch nicht die hier Schraubenschlüssel. Jetzt schauen wir das Ganze mal hier unter My Stuff an. Das erste war, glaube ich, nicht hier, sondern genau das hier. Das habe ich bei meinem... Oh ja, es schaut so geil aus. Ja, das habe ich hier bei meinem National Sniper auch schon am Start. Dann war das anscheinend ein Emote. Oh, cool. Deshalb war da wahrscheinlich kein Bild. Okay, das finde ich nice, den Emote. Den packe ich jetzt mal statt der roten Karte rein. Natürlich hier schön farblich sortiert das Ganze. Und Widgets hatten wir hier die Schraubenschlüsse. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viele das jetzt waren. Ich schätze aber mal, 200 Stück könnten schon gewesen sein. Auf jeden Fall dann bei den Waffen. Das finde ich ja jetzt geil, dass ich jetzt diese Waffe hier habe. Die kann ich, glaube ich, auch mal im nächsten Gameplay testen. Scheint wohl eine auf kurze Distanz Waffe zu sein mit Schnellschuss und so weiter. Allerdings fehlt mir hier noch ein Item, was ich so gerne bei diesem Helden hätte. Und ich hoffe, das bekomme ich jetzt noch. Schauen einfach mal weiter rein. Natürlich Tonics, 65 Stück. Kann man auch immer gebrauchen. Und nochmal Tonics, nochmal 65 Stück. Jetzt nehmen wir einfach die unterste. Das kann ja hier schon mal nicht sein. Und es bleibt spannend, spannend, spannend. Warum dauert das so lang? Naja. Oh, nochmal Tonics, okay, krass, 3-mal Tonics hintereinander. Von denen habe ich auch nur so wenig. Und noch ein paar hier Bandagen auch noch am Start. Und was haben wir als 5. Oh, nice. Ein Schultertier ist das, glaube ich. Gehen wir einfach mal dahin. Oh ja, ist diese komische Katze, die mir da jetzt auf der Schulter sitzt. Allerdings habe ich immer noch nicht das Item bekommen, was ich so gerne hätte. Und zwar ist es das lila Wolf-Shirt. Keine Ahnung, ob ich das hier jetzt noch bekommen werde bei dem Helden oder nicht. Jetzt habe ich leider hier keine Schatztruhen mehr. Das heißt, ich müsste jetzt in-game gehen und ein paar Runden spielen. Aber ich öffne jetzt noch, denke ich, hier noch 5 Stück.
bei den Royals, und zwar bei meinem Elite Soldier. Habe ich jetzt gerade ganz spontan beschlossen, das da mal auszuprobieren, mein Glück. Und da öffne ich jetzt einfach bunt 5 Truhen und mehr nicht. Okay, schaut jetzt schon mal nicht so geil aus. Aber bei den Royals, der Stuff, der hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Das muss ich gleich vorneweg sagen. Nochmal 65 Tonics. Und jetzt mal die erste Truhe, was da so Schönes drin ist. Oh, cool. Ihr merkt, meine Freude hält sich in Grenzen bis jetzt. Ist jetzt echt noch nicht so der Mega-Stuff, den ich jetzt hier gebrauchen könnte. Und jetzt die letzte beiden Royals. Und ja, okay, das ist doch ganz nett hier. Schauen uns das jetzt alles hier mal so ein bisschen an. Jetzt haben wir hier die Haare bekommen. Es schaut natürlich sehr stylisch aus mit der Brille. Beziehungsweise das schaut, finde ich, gar nicht mal so scheiße aus mit der Brille. Was war denn das noch hier? Dann hatten wir, glaube ich, hier noch was da oder auch nicht oder doch. Nee, das war, glaube ich, hier bei den Jacken. Ja, genau, das hatten wir noch. Okay, das schaut natürlich so ein bisschen, keine Ahnung, Barbaren-Style-mäßig aus, das Ganze. Und das andere, was war denn das andere nochmal? Schauen wir hier, schauen wir dort. Ich finde es gerade nicht. Ah, nee, das war das. Lol, nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was habe ich jetzt bekommen? Egal, irgendwas, eins von denen, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich spiele jetzt noch ein paar Runden beim National Soldier und ja, werde einfach mal schauen, was da noch an Schatz drin zu holen ist. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, meine lieben Freunde, ein paar Runden später bin ich wieder zurück. In der Zwischenzeit habe ich mir ein Set noch gegönnt, was ich mir schon bestimmt seit 2 Jahren kaufen wollte und es jetzt auch mal gemacht habe. Und zwar dieses Dracula-Set habe ich jetzt mal geholt. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich nice hier, gerade mit dem Iro und diesem Mantel und keine Ahnung, taugt mir total. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt nochmal unser Glück. Ich habe jetzt hier noch ein paar Schatztruhen reingeholt und die öffnen wir jetzt einfach mal. Und ich hoffe einfach, dass da noch irgendwas Geiles dabei ist, zum Beispiel sowas. Aber keine Ahnung, das ist irgendwas. Oh ja, sehr schön. Teufelshörner auch beim National Soldier. Das freut mich jetzt schon wirklich. Sehr geil. Okay, schon mal ziemlich nice, dass ich die jetzt bekomme. Wenn ich jetzt noch das Shirt bekomme, dann bin ich glücklich. Dann passt alles. Mal schauen. Und ja, so grundsätzlich die Schatztruhen. Ich habe mir gerade nochmal den Stuff angeschaut. Im Großen und Ganzen doch ganz netter Stuff, der da drin ist. Und ich finde auch die Chance, dass man wirklich ein bisschen was für immer bekommt, ist auch relativ hoch. Auch wenn ich jetzt gerade hier irgendwie nur Widgets bekomme. Zum Beispiel jetzt 3-mal hintereinander Schraubenschlüssel. Das ist dann irgendwie wieder ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Okay, 4-mal Schraubenschlüssel hintereinander. Gönnt man sich auch mal. Und dann nochmal zum Schluss die Tonics. Ich denke, ich lasse es jetzt erstmal dabei. Wenn ich das Shirt noch bekommen sollte, werdet ihr es im nächsten Let's Play Part noch sehen. Jetzt schauen wir uns das alles mal insgesamt an. Also ich habe hier einmal die Devil Horns bekommen. Sehr nice, wie ich finde. Dann war da sonst, glaube ich, nichts. Dann bei den Gesichtsbedeckungen oder Gesichtsgedönszeug, was waren da? Ich glaube auch nichts, oder? Doch, das hier, das war dabei. Das lasse ich jetzt einfach mal so an und wundert euch nicht, dass das hier so viel ist. Das ist alles noch wegen der WM, diese ganzen Warpaint-Geschichten. Dann hatten wir hier noch einmal das hier. Das schaut natürlich auch sehr sexy aus mit den Teufelshörnern. Das war es dann an der Stelle auch. Dann gibt es auch dieses Ding hier, das habe ich jetzt zwar nicht daraus geholt, aber es gibt es auch da drin in den Schatztruhen, in den aktuellen. Dann, ich bin mir nicht sicher, ob es das hier auch gibt, das ist halt nur eine andere Farbe. Dann gehen wir einfach mal weiter. Das gab es oder gibt es, glaube ich, sogar auch noch. Dann geht es hier mal zu den Handschuhen. Da war genau diese Handschuhe, gibt es auch aktuell, soweit ich weiß. Und auch diese Beine, die passen natürlich auch immer gut dazu. Und mir läuft schon wieder die Nase.
Ja, genau, da war auch nichts. Genau, dann hatten wir noch diese Katze am Start. Dann gibt es aber auch diese Flügel. Auch in den aktuellen Schatzrunden hatte ich da jetzt zwar auch nicht rausgeholt, die habe ich irgendwo anders mal herbekommen, keine Ahnung. Und dann noch diesen Anubis-Gürtel und halt jede Menge Widgets, Widgets, Widgets. Und natürlich nicht zu vergessen, diese Energiewaffe. Das war der Stuff bei Nationals, bei den Royals war es auch ein bisschen was. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich muss sagen, die Schatztruhen taugen mir zum Großteil schon. Natürlich auch wieder viele, viele Widgets. Wenn ich jetzt noch irgendwann dieses geile Shirt bekomme, dieses lila Shirt, dann perfekt. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Kann ich halt nicht ändern. Euch noch einen schönen Tag. Macht es gut und ciao.